Moin, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wann immer ihr dieses Video seht, seid gegrüßt. Ja, heute noch mal ein bisschen, ja, nicht ganz was anderes wie Hot Wheels es hat mit Hot Wheels zu tun. Aber tja, es geht in erster Linie um ein Paket. Ich habe ein Paket von den lieben Patrick bekommen. Das ist das ist einer aus unserer WhatsApp-Gruppe, wo ich auch mit drin bin. Und er hatte mir was besorgt, was ich gerne haben wollte. Und zwar das Emner Original, der liebe Ludwig, der hatte bei Aldi eine wunderschöne Keksdose gesehen und hat sich die dann gekauft. Und ich bin dann auch gleich los, wollte mir die auch bei uns hier kaufen. Aber wie das nun mal so ist bei uns, ich habe sie nicht bekommen. Und da sagte Patrick, der kommt aus der schönen Stadt Leer in Ostfriesland, der sagte, du, ich besorge dir so eine, wenn du die unbedingt haben möchtest. Und da habe ich gesagt, liebend gern. So, dann hat er mir noch ein bisschen was reingepackt. Noch zusätzlich ein 1:18er, den keiner haben wollte. Und ja, für einen Schrottplatz war der zu schade. Und da habe ich gesagt, naja, ist gut. Ist eigentlich nicht so meine Größe, weil ist eigentlich zu groß für mein kleines Zimmer. Aber bevor er hier zerlegt wird und so, dazu ist er zu schade, den nehme ich ihn. So, und den hat er mir mitgeschickt. Dann hat er mir noch kleine Hot Wheels eingepackt. Und er hat mir auch noch gesagt, es ist dann noch ein Geschenk für mich drin, eine kleine Überraschung, und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. So, aber erstmal, hier ist das Paket. Jawohl. Es ist also schon ganz schön groß, und das werden wir jetzt hier mal aufmachen. Mit einem richtig, richtig großen, tiefen Messer reinschneiden. Da nimmt man am besten immer so einen Meter durch. Das kommt besonders gut. So. Spaß beiseite. Päckchen aufmachen. So. Was haben wir hier? Einen offenen Karton. Oh, und da sehe ich auch schon, da ist was. Da ist die Überraschung, aber damit das auch eine Überraschung bleibt, packe ich das erstmal so weg. So, er hat mir gesagt, das hier in diesem Paket sind die kleinen Autos. Die packe ich auch erstmal weg. Das sind VWs. Und wir kommen jetzt eigentlich zu dem interessanten Teil. Und zwar, ja, einmal ist hier die Keksdose drin und dann, hier ist das 1:18 drin. Ne? Und das werden wir nachher auch gleich aufmachen. So, wir machen erstmal den 1:18er auf. Und schauen mal, was für ein schönes, wow, was für ein schönes Modell. Ja, das ist wirklich ein schönes Modell. Mein lieber Herr Gesangsverein. Jetzt muss ich jetzt mal sehen. Erstmal aufmachen.
Das ist mein erster 1:18er, den ich in Natura jetzt sehe. Warte mal, wie kriege ich das jetzt hier raus? Ich will da natürlich auch nichts kaputt machen. Deswegen versuche ich hier mal ein bisschen das hier aufzuschneiden. Ist gar nicht so einfach. Mein lieber Mann, das hat er natürlich jetzt hier verpackt vom Feinsten. Da hat er es aber gut gemeint. So, Gott sei Dank. So, hier hinten geht das auf. Glaube nicht. Oder doch. Hier hinten sieht man eine dicke Soundanlage drin. Der Frontgrill, der lässt sich hoch und runter schieben. Ja, die Räder hat jeder, ich sage mal, in der Gruppe bemängelt. Also ich finde es eigentlich klasse. Ich finde, die sehen gar nicht mal so verkehrt aus. Mein lieber Mann, das Modell ist richtig, richtig schwer. So. Hier vorne sitzt der dicke Motor drin. Wenn ich das jetzt so sehe, also diese Details hier drin, mit dem, der hat sogar, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ach, wie mache ich das am blödesten? Unter der Decke hat er hier so kleine Fernseher für die auf der Rückbank mitfahrenden. Und ja, richtig, richtig schön. Dieses Modell gefällt mir sehr gut. Und wenn ich mir das so angucke hier, wenn ich doch mehr Platz hätte. Ich weiß nicht, vielleicht, man muss ja auch nicht so viel von denen sammeln, aber so das ein oder andere in der Größe könnte mir schon sehr gefallen. Das könnte mir sehr gefallen. Hier der eine Scheibenwischer, den muss ich mal wieder runterbiegen. Das geht am besten ja entweder mit einem Föhn oder halt eben mit warmem Wasser, dass man das vielleicht mal ein bisschen runterbiegt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Die Spiegel ein bisschen zurechtbiegen und dann passt das wieder. Also, ich bin richtig begeistert davon. Doch, ja. Jetzt bin ich natürlich in der Zwickmühle, ne? Ich glaube, jetzt haben sie mich angefixt mit 1:18er. Das ist auf jeden Fall schon mal, ja, das ist, da bedanke ich mich recht, recht herzlich. Ah, man kann hier die Türen auch noch aufmachen. Ja, dann könnt ihr ja vielleicht hier mal reingucken. Seht ihr da die Bildschirme unter der Decke? Ich traue mich nicht, gar nicht weiter aufzumachen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Das ist ein sehr, sehr schönes Modell. Also mir gefällt da eigentlich auch so. Ich dachte, naja gut, wenn die Räder wirklich nicht so perfekt sind, die kann man tauschen. Das ist nicht das Problem, aber nö. Also ich finde, die Räder, die passen hier drauf. Also für mich, das ist ein schönes Auto. Ist auch immer Ansichtssache, ne?
Die anderen haben alle gesagt in der Gruppe, nee, verschenken. Er hat ihn gefragt, wer ihn haben will. Keiner wollte ihn haben. Und da hat er dann nachher gesagt, ja, ist gut, dann kommt er eben zum Schrottplatz bei mir drauf. Und da habe ich dann gesagt, nee, dafür ist er zu schade. Also wenn ihn wirklich keiner haben will, dann nehme ich ihn. Und ich habe es wirklich nicht bereut. Vielen, vielen lieben Dank, Patrick, dafür. So, jetzt kommen wir aber eigentlich erstmal zu der Sache, wo er gesagt hat, ja, dann besorge ich dir das. Weil Aldi hatte das leider bei uns nicht mehr. Und zwar hier diesen T1. Die Räder hier, die lassen sich auch drehen. Es ist einfach nur eine Keksdose, aber halt eben ja, in Form dieses wunderschönen T1. Und deswegen habe ich gesagt, okay, den möchte ich auch gerne haben. Bin denn los, und bei uns war er leider nicht mehr zu bekommen. Und dank dem lieben Patrick habe ich den jetzt trotzdem bekommen. Und das freut mich auch sehr. Das freut mich sehr. So, dann hat er mir hier noch was Wunderbares reingegeben. Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Alter. Wow. Ja, erstmal den hier, diesen Golf Country. Da war ich eigentlich sehr, sehr scharf hinterher. In der grünen Version hat er ihn leider nicht mehr gehabt, aber er hat ihn noch in der roten gehabt. Ich wollte ihn eigentlich unbedingt in der grünen, weil das ist genau der gleiche Golf Country dann, den mein Schwiegervater mal gefahren hat, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Das war in den 90ern. Da hat er den mal gefahren in grün, und deswegen wollte ich den unbedingt haben. Haben auch hier nirgendwo bekommen und haben jetzt dank Patrick in rot. So, dann hat er mir noch diesen schönen Golf. Was ist das? Golf GTI? Ist das ein GTI oder ist das... Das ist so klein, ich kann das gar nicht lesen ohne Lupe. Es ist auf jeden Fall ein Golf 2. Ein wunderschönen Golf 2. Dann habe ich hier noch einen Golf Caddy von ihm bekommen. Super, danke dafür. Recht herzlichen Dank. So, den packen wir mal. Kann man den hier noch sehen? Jawohl, kann man noch sehen. Und dann... nicht runterfallen, Leute. Und dann haben wir hier noch den VW Caddy. Neueren Bauart. Super. Super, super. Und dann hat er mir noch eine Überraschung, die ich jetzt auch noch nicht weiß, wo ich auch nicht drunter geguckt habe, weil das wollte ich mir jetzt wirklich mit euch zusammen aufheben. Und jetzt werden wir das Ganze mal umdrehen und mal schauen, was das ist. Ich weiß es immer noch nicht. Wow. Super, das ist ein Nissan Skyline 2000 Turbo RS. Wow. Ein sehr, sehr schönes Auto. Die Rückleuchten. Vorne die Vorderfront. Das nenne ich mal eine Überraschung. Super.
Danke, danke, lieber Patrick. Da hast du mir wirklich eine Freude mitgemacht. Und den habe ich auch noch nicht. Er sagte, ja, ich hoffe, du hast dieses Fahrzeug noch nicht. Und da hatte ich ja gesagt, naja, das ist ja nicht allzu schwer, weil ich sammle ja noch nicht so lange und so viele Fahrzeuge habe ich noch nicht. Dass da ein Doppelter denn dabei ist, ist schon relativ, ja, selten, würde ich sagen. Und hat ja auch geklappt. Vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Ja, das war mal hier alles so ein bisschen mehr ins Licht. Ups. So. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. Ja, so müsste das perfekt sein. Also, vielen, vielen lieben Dank dafür, Patrick. Übrigens, was ihr da im Hintergrund hört, das ist man ja eigentlich schon von mir gewohnt. Das ist ja schon ständig gang und gäbe so, dass bei mir der Drucker läuft. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch viel, wo ich keine Videos von mache. Das ist jetzt auch wieder so ein Projekt, da gibt es kein Video von, weil das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich was für mich, was ich eigentlich brauche für mein, ja, ich sage mal, Werkstattabteil hier in mein Zimmer zum Sachen einsortieren. Also da mache ich kein Video von, weil das ist nichts Besonderes. Deswegen. Aber das ist man ja von mir schon bekannt. Meistens immer, wenn ich irgendwelche Videos mache, gerade wie dieses hier, weil ich hatte eigentlich damit noch nicht gehofft, dass ich das heute schon kriege, aber DHL ist da wirklich sehr, sehr fix bei. Sorry. Deswegen hatte ich heute Morgen gleich schon den Drucker angemacht und jetzt haben wir es mittlerweile schon ja gleich Mittag. Und ja, jetzt wollte ich natürlich auch den Druck nicht abbrechen. Und ja, ich wollte auch nicht jetzt unbedingt jetzt sofort das Video machen, aber meine Frau sagte, mach doch gleich das Video, weil ich möchte mal die Kekse von dem Bulli probieren. Ja, die Kekse hier, da wird meine Frau mal ein, zwei Stücken essen, ich vielleicht auch mal und den Rest kriegen unsere Enkelkinder. Die kommen allerdings heute Nachmittag auch noch zu Besuch, also ich sage mal, gegen Abend wird das Innenleben hier von diesem VW-Bus Geschichte gewesen sein. Ja, was gibt es noch zu sagen, außer halt eben vielen lieben, lieben, lieben Dank, Patrick, für dieses, ja, riesige Geschenk, was du mir da gemacht hast. Und vielen Dank auch dafür, dass du mir hier den Bulli besorgt hast. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, ich halte jetzt fest, dass du mir auch hier diesen Bulli geschenkt hast. Ich bin ganz durcheinander. Ja, ich bin schon innerlich wieder so hibbelig. Ich freue mich wie ein kleiner Junge. Vielen lieben Dank, dass du mir diesen Bulli besorgt hast. Und ja, danke, danke, danke. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen als tausendmal Dank. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, genauso wie es mir gefallen hat. Diese Autos werdet ihr garantiert wiedersehen, weil, wie ihr ja wisst, baue ich mir ja so ein kleines Diorama mit so einer, für die Hot Wheels, so eine Werkstatt. Und ja, was gibt's da Besseres, als wie diese dann mit auf dieses Diorama zu stellen. Deswegen, die werdet ihr bestimmt noch mal öfters sehen, auch in andere Videos. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sage schönen Dank nochmals an Patrick und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.